Moin, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. Ja, in der letzten Folge haben wir ja Roshan besiegt. Sie wollte es ja nicht anders. Ja. Und nun ist da vorne ein Weg, der uns sehr ansprechend anschaut. Da schauen wir jetzt mal, was er uns so zu bieten hat. Okay. Aha, da hinten ist was. Trügen mich meine Augen? Siehst du das auch? Nihal? Ja. Ich bin hier. Oh, was schön, auch das immer das hier sein mag. Es wurde vor langer Zeit erbaut. Für einen Zweck, den ich nicht kenne. Ich schon. Woher? Ich weiß es nicht. Nihal, du beunruhigst mich. Wo ist er denn? Hallo? Huch! Hä? War sie da die ganze Zeit schon? War doch eben hier oben. Ne, da steht sie. Die verschmilzt mit der Umgebung. Was? Okay, wir probieren es hier drüben. Das sieht schnuckelig aus. Alle hopp. Und rüber. Nihal. Sieh mal hier drin. Okay, geht's auf jeden Fall rein. Kommst du? Nihal. Kommst du, Kind? Sprich mit mir. Nein. Nein. Nein, willst du mit mir reden? Gut, dann gehe ich. Tschüss, mach's gut. Mach auf die Kiste. Butch. Die ist doch da drinnen bestimmt, oder? Na komm, du Lappen. Das kann nicht sein. Sag ich doch. Bist du? Sie! Schau es dir selbst an! Zerhöchnos! Ihr neuer Sahasi! Delos! Bin.
komm und zeig dich! Du wagst es, dich zu verstecken? Nach allem, was ich durchgemacht habe? Wo bist du? Gerade noch total im Arsch und dann zack, normales Gesicht. Der Djinn aus meinen Träumen. Die Gestalt aus diesen Visionen. Sie sind ein und dasselbe. Ist es das, was ich sehe? Erinnerungen aus einem lang vergangenen Leben? Sind es die meinen? Erscheint mir der Djinn deshalb zu echt. Rennen ist nicht. Mein Folterknecht. Die Quelle all dessen, was mich plagt. Wenn dem so ist, muss ich mich dir stellen. Machen wir. Wenn du rennen könntest, wäre ich dir sehr verbunden. Das ist nämlich sehr langsam, wie du läufst. Nein. Warum sehe ich das? Damit du was zu fragen hast. So, wo müssen wir denn hin? Ah, das nächste. Okay. Attacke! Lauf mal! Ort. Wenn ich ihn durchschreite, sehe ich nur die Erinnerungen, die meine Seele erbeben lassen. In solchen Momenten der Not war mir der Djinn immer am nächsten. Diese unnachgiebige Angst. Sie lässt mich in meinem schwächsten Moment erstarren. Ich habe nie verstanden, woher er stammt oder warum er mich heimsucht. Doch ich beginne mich zu erinnern. Ich bin in einer kalten Zelle. Flehe darum, dass es aufhört. Ob wir gleich irgendwas noch von Assassin's Creed Valhalla zu sehen bekommen? So zum Abschluss? Dass Basim das seine nächste Reise ist? Der ich einst war, mag Vergeltung suchen. Doch wenn ich diesen Schmerz überwinden soll, dann will ich nichts als Frieden. Wer will keinen Frieden? Huch. Wo ist er jetzt hin? Es wird Zeit, dem ein Ende zu setzen. Ah. Okay. Renn doch, Baby. Renn doch. Die Zelle. Meine Zelle. Ich bin fast da. Kein Zurück. Wenigstens kannst du nur hören, nicht riechen. Das wäre sehr eklig. Okay, klettern ist hier nix, ha? Okay, dann, laufen ist auch nicht. Also runter. Yep. Richtige Entscheidung. Ich kenne dich jetzt. Ich sehe dich als das, was du bist. Ein Schreckensbild aus einem anderen Leben. Und dort wirst du auch bleiben. Ist vorbei. Nein, Basim. Das hier ist erst der Anfang. Für uns. Das, was vor uns liegt. Ein tieferes Verständnis für die Welt, die hinter uns liegt. Und unseren Platz darin.
Mein ganzes Leben rang ich damit, wer ich war. Wer ich sein sollte. Und da warst du. Die ganze Zeit. Der Teil von mir, dem ich mich widersetzte. Eine Spiegelung dessen, was wir einst waren. Und was wir wieder sein werden. Uns erwartet so vieles. Eine neue Welt. Ich zeig sie dir. Ich werde dich nie wiedersehen, oder? Werde ich allein sein? Du bist niemals allein. Viel Zeit ist vergangen. Danke. Weiße Bild ist ja grausam. Keiner redet. Unerwartetes Ende auf jeden Fall. Ah, war schon. Es ist vollbracht. Du hast deine Wahl getroffen. Nun treffe ich meine. Leb wohl, Roshan Bind La'ahad. Es war mir eine Ehre. Komm, Basim. Wir haben viel zu besprechen. So sei es. Mentor. Ja, schon die ersten Anzeichen der psychischen Erkrankung, des Größenwahns. Der Vogel merkt, dass du nicht ganz dicht bist. Die Erinnerung, die ich begrub, an diesen Ort, dieses Gefängnis, an die Qualen, die ich hier erlitt, jahrelang schwelte sie in der Dunkelheit und meinen Träumen, im Gewand eines Djinns, der mich heimsuchte, zersetzte, bis er auch meine Wachenstunden verschlang. Doch ich stellte mich der Vergangenheit, dem Schmerz, nahm ihn an. Einst legte ich meine Haut ab. An einem anderen Ort, einer anderen Zeit. Nun bin ich wieder ganz. Ich erinnere mich.
und jene, die mich in Ketten legen wollten. Sollte noch jemand von ihnen auf Erden wandeln, so freue ich mich auf unser Wiedersehen. Doch bis zu jenem Tag wartet eine neue Welt. Jo. Das war's. Ende. Leute, ihr wisst gar nicht, wie froh ich bin, dass dieses Spiel vorbei ist. Ich weiß, ich hätte es nicht weiterspielen müssen, ja. Aber ihr kennt das doch bestimmt. Ihr habt etwas angefangen und ihr müsst es unbedingt zu Ende bringen. Weil sonst, ja, ist es nicht fertig. Es ist nicht abgeschlossen. Absolut nicht. Ja, was ist zu dem Spiel zu sagen? Back to the Roots. Teilweise. Also, ich würde dem Spiel so an sich eine gute 4 geben. Ja, also es sind ja sehr viele Fehler, vor allem am Anfang noch dabei gewesen. Ja, auch so Performance-Probleme. Wie ihr gemerkt habt, die letzten paar Folgen irgendwas mit ruckeln die ganze Zeit und meine Stimme war dann nicht mehr zu hören, ist auch alles weggeruckelt und so. Ja, das passiert bei keinem anderen Spiel, nur bei diesem. Deswegen gehe ich davon aus, dass es an dem Spiel lag. Irgendwelche Performance-Probleme. Ja, ein paar gute Neuerungen hat es gehabt. Ja, das mit diesem, dass man 3, 4, 5 Wachen auf einmal angreifen kann. Ja, alle mit Attentat. Das ist schon ganz cool gewesen. Ansonsten, ja, das Spiel hat jetzt nichts gehabt, wo man sagt, da hat sich die Kohle auf jeden Fall gelohnt. Nein. Dennoch lieber, und ich weiß, einige von euch möchten mich jetzt terren und federn und mit ihren Fackeln aus dem Dorf jagen. Da ist Valhalla um Milliardenmal besser. Definitiv. Und Odyssey, Origin, auf jeden Fall. Also, da kann mir keiner was anderes erzählen. Es ist schön gemacht. Ja, Grafik ist toll und sowas. Und auch so, jetzt zum Ende die Geschichte. War aber leider so lala nur. Zu wenig Leute, die man meucheln musste. Ja, also diese Hauptleute aus dem Orden. Da ist Valhalla auch viel, viel besser. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich bin eigentlich relativ enttäuscht. Ich werde die Spiele nicht mehr anfassen, definitiv nicht. Ja, gut, meine Freunde. Das war's dann jetzt. Ich werde euch dann mit dem, ja, mit den Credits alleine lassen. Schaut es euch an, wenn ihr möchtet. Ansonsten schaltet aus. Ich bin dann jetzt weg. Macht's gut. Genießt alles, was ihr habt, meine Freunde. Wenn euch das Spiel gefallen hat, ihr könnt es ja auch spielen, kauft es euch. Der Link ist in der Beschreibung unten. Ja, ansonsten sehen wir uns im nächsten Let's Play wieder. Ich habe ja noch 2, 3 Stück. Und im Januar kommt ja dann auch noch wieder eins. Und zwar der Kebab-Simulator. Beziehungsweise jetzt heißt es ja Kebab-Restaurant-Chef-Simulator oder Kebab-Chefs-Restaurant-Simulator. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie genau es heißt. Aber eins von den beiden wird es sein. Das kommt dann am 19. Januar kommt es raus. Ich denke, am 20., 21. werde ich dann schon die ersten Folgen hochgeladen haben. Aber ja, jetzt habe ich mich zwar von euch verabschiedet, habe dann noch eine Stunde gelabert jetzt. Aber das war es jetzt wirklich von mir. Macht's gut und ciao.